Leute, wir sitzen hier zusammen und wir haben was vor. Es geht nämlich um den Titel. Das ist der Titel und das ist mein Cold Opener. Hey, herzlich willkommen! Hey! Hallo! Nice. Sam! Na, hallo! Janina, yes. Geil! Heute gibt es diesen Titel zu gewinnen. Und womit, fragt ihr euch? Diesen Titel, das ist nämlich der Titel der Liebe. Wir spielen, Leute, halt euch fest, wir spielen Fight Crap 2. No way! Was ist mit 1 Wer passiert? Von euch hat 1 gespielt? Klar, komplett durchgespielt, alle zu Wer Fan, von euch Platin. Hat von 2 gehört? Ich auch nicht. Die Wahrheit ist, Anton hat uns das Spiel hier vorgesetzt und meinte, das Spiel ist geil. Und ihr seid geile Leute, macht mal ein Turnier. Anton hat uns hier alles vorbereitet, genau die Paarung. Ich muss nur unterstreichen, wie viele Siege es wo gibt. Und dann haben wir hoffentlich am Ende eine Gewinnerin oder einen Gewinner. Hammer. Irgendwie so wird es sein. Und, wir haben es noch nie gespielt, das muss man dazu sagen. Keiner von uns hat jemals nur eine Sekunde ins Spiel reingeschaut. Und das ist Absicht. Wir sollten uns nicht vorbereiten. Genau. Ja. Und das haben wir natürlich nicht getan. Also. Ja. Das ist halt so wie immer bei Rocket League. Ja, so wie immer eigentlich. Also, wir haben es nicht verändert. Die erste Paarung laut Zettel ist Krogi vs. Sam. Hä, das sind wir? Das sind wir. Ja, der Hammer. Und komm, wir gehen direkt in-game rein. Ihr seht mal ab, was abgeht. Wir haben nämlich hier schon die Crabs und du bist auf der linken Bildschirmhälfte, Sam. Such mal dir was. Mucke ist schon jetzt geil. Ja, ja die total. Die ballert. Weiß nicht, ob man es dann im Video hört, aber genau. Ich hatte hier schon ein bisschen rumgescrollt. Das hier ist der Main-Character offensichtlich. Ich finde, Mooncrab klingt halt ganz cool, aber der sieht nicht aus, der sieht eher süß aus, nicht als hätte er was drauf. Deswegen. Die Orangen sind ja krass. Ich finde, die Hannah sagt. Den nehme ich. Okay. Ich dachte erst, ich nehme vielleicht schön Rock Lobster, aber jetzt, wo ich den gesehen habe, nehme ich Hanasaki Crab, Alter. Der hat wieder Haken. Aber warte mal, so ein großes Ding. Aber der ist Ding. Bestimmt noch langsamer. Du hast so ein großes gebasteltes Teil. Naja, das ist ja bestimmt so, wie wenn man Bowser bei Mario Kart nimmt. Aber ich bin eigentlich nicht. Dann nehme ich, muss ich doch eine kleine. Aber warte mal, die haben noch Stats da oben, oder nicht? Ja, stimmt, es gibt Stats. Was steht denn da überhaupt? Gewicht? Gar nicht, oder was? Die sind fast alle gleich. Drück mal. Nur Reach. Und das Gewicht, ja. Kann man und die vielleicht Forward Speed auch. 8 Kilometer, ich nehme doch die Mooncrab. Sorry, ich wollte eigentlich den lustig aussehendsten nehmen, aber ich bin. Was ist, wenn du jetzt X drückst, Krogi, weil dann öffnet Skill? Die haben verschiedene. Oder musst du den auch auswählen? Ich glaube, es ist einfach nur eine Beschreibung. Ich glaube, es ist einfach nur, was die mitbringen. Aber die bringen ja alle das. Also die Mooncrab hat auf jeden Fall Hyper-Mode und deswegen verstehe ich natürlich, dass du die nimmst. Weil ich bin bei Mario Kart doch immer, vielleicht mega der dumme Vergleich, aber ich bin auch immer Toad. Oh, ich auch. Und deswegen dachte ich, ist das vielleicht da auch praktisch, wenn man schnell ist. Ich hasse es. Ich hasse auch diese langsamen Tanks, die da so ran. Ja, das ist mir auch scheiße. Wie schnell ist Mooncrab? 22 Sidestep? Ja. Guck mal, da kommt ja niemand hinterher. Nee, niemand. Gar nichts. Hä? 22. Also wirklich, schreibt doch mal euren Sidestep in die Kommentare. Schau mal, zum Vergleich, da ist nichts vergleichbar. Ja. Ist nicht 22. Ja, finde ich, okay. Nee, aber Crap ist schneller als ich. Ja. Ey, dann gehe ich nur nach Geilheit. Nur nach Geilheit und nehme. Mach mal Fuck, Mary, Kill mit den ersten drei. Ja. Alle nur Fuck bei mir. dann nehme ich dieses große, lange Schwert. Ja, den musst du killen gleich. Ja, ich Das ist so und hast du noch, kann man nicht was auswählen? Oh, ja, so. Es geht noch weiter. Shit. Alter, meiner, das war für ein scheiß Scooter. Warte mal, reitest du auf den oder schlägst du mit dem? Naja, dann fährst du mit dem, bist dann schneller. Das ist eine schneller. Gute Frage, aber. Alter, ich kann auf dem Seele. What an Iron Action. Ey, guck mal, ich kann. Ist ja der Hammer. Aber was bedeutet das? Die Frage ist wirklich. Das ist keine Veggie Food, nur eine Möhre. Blaze Lecker. Up. Lecker. Auf jeden Fall Chainsaw. Wow. Blaze Up. Aber was soll das bringen? Shit. Also, da wir gar keinen Plan haben, ja, von dem Spiel. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Ja, macht mal. Ey, jetzt haben wir beide ein Ziel, dann nehme ich noch was anderes. Ja, genau. Das ist ja das verwirrend. Ich nehme das Dreirad. Hammer. Alter, was ist es? Spell. Ey, meine Gehirnzellen verabschieden sich so mies. Ja, das ist schon. Ich nehme. Laser-Turret. Ich check gar nicht, was ich nehme. Rocket. Ich nehme das hier, das sieht witzig aus. Was ist das? Dynamic Flash. Scheiße, jetzt gucke ich auch wieder rein. Nee, wir müssen rein. Ja, jetzt mach mal was. Ja, ist ja gut. Okay. Ist ja gut. Ready. Okay. Ready. Rein da. Rein ab. Ich habe keine Ahnung. Die Maus muss weg. Kannst du die Maus eben wegmachen? Ja, die muss aus dem Bild. Ja. Das ist da ja, noch wobei, Boden. Generiert Kommentare, und auf Boden, ne? Dann unten ja. Boden. Wieder keine gute Vorbereitung. Generiert Kommentare, die sollen sowas reinschreiben, ey. So, Okay. Wer ist oben, wer ist unten? Wo seid ihr? Ich reite auf einer. Krogi, du bist unten, oder? Ich bin unten. Ja, okay.
Sam ist oben. Hallo. Check gar nicht. Mach was. Meine Robbe. Ich hab eure. Kann jetzt sein, auch meine Kettensäge ist weg. Ulti in der Mitte lädt? Ich glaube, ne? Hey, ich mach halt gar nichts. Ich krieg alles ist euer Schaden. An Mount. Ich kann da runter. Wow. Aber was bringt mir das? Schnell. Hä? Der achso, hä? Bin ich jetzt auf deine Crap? Nee, meiner ist. Ich seh gar nichts. Also, hallo? Ah, okay, das ist wie bei Smash, glaube ich, mit den. Mit den Prozenten. Was, aber was passiert? Was passiert? Also wirklich. Was passiert? Was genau? Was ist das? Junge, ist das eine Kettensäge? Ich will dich zerhacken! Kommt die denn jetzt hallo, her? Hallo, ich habe meinen Stahlfan dagegen. Boah. Oh nee! Oh, Alter, die macht übelst Damage! Da wird er übelst rein! Die hat mega Damage gemacht. Zwei! Doch, eins. Los! Okay, die Map verkleinert sich offenbar auch immer weiter. Wo muss ich denn hin? Ich glaube, da ist ein Item rausgeploppt, das halt so scheint. Oh, ja, der Fan bringt es gar nicht, muss ich sagen, oder? Doch? Das ist Abwehr, ne? Ich kann's dir nicht sagen. Ich sehe halt auch basically nicht. Ich weiß doch nicht, dass auch auf der Kamera noch so ein kleiner Mann sitzt. Das ist, ja, das aber der kann auch absteigen scheinbar. Ich check es gar nicht. Aber wir haben daneben zum Beispiel so ein bisschen Controls. Also, ja, aber Hyper-Mode. Mach mal Hyper-Mode! Wer ist unten? Alter, warum bin ich jetzt oben? Warum bin ich jetzt oben? Was ist das? Mach mal Hypermode, Kogi. Ja, aber wie? Na, mit der Taste. Ja, welche Taste ist Hypermode? Die linke mit den zwei, ja. Nee. Das, oh, Hypermode! Hä? Ich bin auch Hypermode. Blaue Flammen. Oh mein Gott. Boah. Okay, ich glaube, das macht noch mehr Damage. Hey! Ich bin immer kleiner, oder was? Ja, ja. Aber es sind eh nur hallo, ich will hier wieder. Hallo, aber was passiert denn hier? Time up, okay. Niemand ist gestorben. Ja. Hat jetzt der also, mehr Schaden genommen hat. Ich habe auch gar nicht verstanden, wo die Schadensanzeige ist. Ich auch. Muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich glaube, diese Prozente sind, wie viel Schaden ihr genommen habt. Oh. Oh. Okay, das ist natürlich herausfordernd. Wieso bist du jetzt wieder auf deiner Robbe? Das muss enden. Meine Robbe ist so hot. Wow. Man's not hot, but seals are. Ich habe schon drei Damage. Ah, okay. Ja, genau, diese Prozent sind, glaube ich, die Damage, die ihr nehmt. Ey. Das ist ja, aber ich drücke halt L und R und greife halt literally nicht an. Vielleicht musst du erstmal deine Arme in den Griff bekommen. Ich habe einen Schaden gemacht. Zwei. Ja, der Fan bringt es leider überhaupt nicht. Das ist nachher ja, okay. Ich check's nicht, aber es ist geil. Guckst dir an, wie sie kämpfen. Aber kämpfen wir wirklich? Ich meine, warum kämpft der kleine Mann alleine? Oh, wie in die Luft gesprungen. Glaubt ihr, dass Sea Life sowas auch beinhaltet? Also vor Ort? Ja, vor Ort. Vor Ort, denke ich. Nee, die haben seit dem Killerwahl haben die nicht mehr viel zu bieten, glaube ich. Was passiert denn hier? Warum halte ich denn dieses irgendjemand ganze Boot? Kommentiert das auch, ne? Ja. Ich versuche irgendwie das Spiel zu verstehen, aber ich glaube... Oh, Hypermode ist bei wer auch immer oben ist möglich. Yes! Jetzt rein da! Oh mein Gott, du hast dein Ziel getötet, glaube ich. Nee, ich habe nur seinen Panzer weggemacht, glaube ich. Ich liebe alles in dem Spiel. Ist aber ich will nicht runterfallen. Crabfight on Steroids, Alter. Das ist wirklich Hammer. Besser als Crabfight 1, würde ich sagen. Ja, ey, das war ja wirklich... das war wirklich... Ja. Bist du noch da, die Moon Crab? Oh. Richtiges Upgrade. Einfach mal ein bisschen. Alter, ich hab. Ja, warum macht Game 2 da keine Doku drüber? Ja. Schon wieder fast vorbei. Warum? Drei. Zwei. Haben wir wieder nicht? Wir können uns einfach nicht töten, Sam. Wir haben uns zu gern. Ja. Was ist da los? Aber. Wir kommen beide aus dem Wasser. Und wieso hast du jetzt wieder nur 39? Ihr habt doch gerade mega Damage gemacht. Ja? You lose. Ich hab gewonnen. Nee, du. Aber why? War noch mal unten? Ich war unten. Also, aber kurz mal. Runde 1. Was bedeutet das? Hast du 105 Damage gekriegt? Da gibt's ja keinen Sinn. Ja, Damage. Aber wieso kannst du über 100% Damage haben? Ich glaube, weil du einfach so viel Damage gemacht hast. Also man kann nicht sterben. Siehst du das? Ja, man kann echt nicht sterben. Boah, ich hab mich so verschluckt, dass ich weine. Okay. Aber also, nee, ich glaube, es geht drum, wer... Weil ich bin ja Mooncrab. Ja. 2P. Ja. Das ist ja mein Kram-Name. Ja, genau. So haben wir dich ja genannt. Und ich da kommt verliere, weil ich achso, mehr Schaden habe. Ja, genau. Ja, gut. Das wollte ich nur noch mal aufholen. Wir kriegen geheime Messages übrigens da. Also. Bisschen wie beim Wrestling könnt ihr euch auf dem ja.
Boden. Ich finde das so geil, dass Anton nicht reinkommt, weil er meint, das wäre unauffälliger auf dem Screen zu schreiben. Naja, man kann es unauffällig übermoderieren. Nein, das können wir nicht. Wir können es natürlich auch noch vorlesen. Wir sind hier real mit den Leuten. Aber es steht da, ihr könnt euch auf den Boden pinnen. Ja, also ach wie beim Wrestling. Okay. 1, 2, 3. Naja, das können ja jetzt ja Nina. Ja, dann wisst ihr Bescheid. Also, Oh, ich hab grad vor Verschwendung. Weiter geht's mal. Schon einen Strich oh mein Gott. Dankeschön. So. Nächste Paarung in so. Nina Vitus. Okay. Ja, aber warte mal, jetzt bin ja nur ich da. Ich will ja, dass Vitus mit auch mit aussucht. Wie geht das denn? Ah, nee, ihr könnt beide. Screen. Jetzt. Ist Splitscreen an? Ja. Okay, ich bin links. Komm, ich mach den krassen. Ja, okay, das ist natürlich geil. Ja, will ich nicht. Race Crabs? Seelöwe ist jetzt nicht so smarte Wahl gewesen. Fandst du nicht ja, so geil? Ja. Also dieser Fan hat doch gar nicht geballert, bin ich ehrlich. Crazy. Ich mach Doppelschwert und mach ich da. Ja, die nehmen halt vernünftige Waffen, das ist natürlich smart. Muss man aber ich hab noch nicht mal meine Crabs. Wir wollen halt mal was anbieten. Ja. Aber ist es auch witzig, liebe Zuschauer? Das ist die Frage. Ja, das also ist ich würde lieber wieso nimmst du keine Dauer? Kurzhantel hier. Ja, okay. Das ist eine Waffe aber? Ja, ich verstehe es nicht. Sind das so. Waffen? Ja, das ist alles. Alles geil. Kann alles sein, was du willst. Okay. Und das ist, glaube ich, die Ulti quasi. Ah, ich glaube auch, das ist wirklich die Ulti. Oh mein Gott. Shoot beams from your crabby eyes to destroy the opponent's weapon. Das? Oh, aber Wings? Ja, aber was bringt das? Du kannst ja nur fliegen. Ach, mach mal Tuna-Attack. Sowas. Wirklich. Boxing Gloves. Sehe schon, die sind eher auf Sieg aus, was nee, ich nein, wir waren auf Entertainment aus. Wirklich. Einer muss es tun. Einer schreiben muss auch alle drunter. Sam und Krugi, Entertainment Göttinnen. Hey, Moment mal, wir sind ja noch fertig. Shark, aber du hast ja gesagt, also irgendwo drauf sein ist kacke. Double Saber. Ja, also ich kann dir nur sagen, dass es auf dem Ziel nicht so smart war. Aber du bist ja auch direkt runtergeflogen. Ja, oder? Das ist überhaupt kein cooles Feeling. Ja, okay. Weil das was Cooles. Bin ready. Ich habe keine Ahnung, was meine, ich tue. Ah, du hast die Double S genommen? Geil. Das ist geil. Okay. Da bin ich sehr gespannt. Also mal ganz kurz. Ready? Wer ist wer jetzt? Ich bin links. Ich bin rechts. Ich habe Tasmanian G. Crayfish. Cool. Du hast die Hanasaki Krabbe. Okay. Die ist wirklich geil, Alter. Haben wir eine andere Area jetzt mal? Ah, vielleicht. Dein da, was muss noch? Oh, ja. Oh boy! Ja. Wo sollen wir hin? Crab Trap Dungeon? Volcano? Ey, such dir was Schönes aus. Okay, wo sollen wir. Wo Celestial Beach. Beach geil. Nee, da waren wir doch. Da waren wir gerade. Oder? Verdammt. Tempel? Ja, mal Temple. Temple of the Crab. Ja. Of Crab. Wahnsinn. Da sieht aus, als könnte man auch ein bisschen von der Umgebung. Okay, wie schlägt man. Okay, also. Habt ihr irgendwas gelernt, was ihr uns mitgeben könnt? Die LR-Tasten. Leute, nächste Paarung. Janina gegen Vitus. Ich bin Vitus oben. Ist unten, Janina oben. Okay. Möge die beste Krabbe. Aber kann man denn seine komischen Arme auch unter Kontrolle Janina. Haben? Nein. Okay. Woher sollen wir das wissen? Wir haben gesehen, was wir da gerade abgeliefert haben. Entertainment, aber kein Skill. Ja, wirklich. Ich weiß nicht mal, warum ich Schaden nehme oder so. Lass mich doch mal runter von dir. Ja, aber Herr Vitus hat geübt, der macht mega viel Damage. Ja, was ist doch wir machen doch alle viel Damage. Ich hab doch auch schon übel viel. Ich kann nicht mal. Geh mal runter von mir! Nee. Für eine Sekunde. Nee. So funktioniert das nicht. Das ist Fight Crab. Ich verstehe jetzt langsam erst. Junge, er ist übelst Pro! Der hat geübt. Nein. Ich komm halt nicht, guck mal, ich kann halt nicht runter von ihm. Mach mal Alpha Mode. Wie geht das? Er ist schon vorbei. Hä? Weil ich fast 200 Schaden genommen habe in der Sekunde. Das war richtig dummer Schein. Gut, wir hatten noch keine Waffen, sind wir. Ja, wir hatten wirklich nur die Baby-Robbe. Du musst die Krabbe runterpinnen. Oha, der Hypermod. Ich hab den noch nicht ready, oder? Nee, hab ich nicht. Okay. Ja, hast du jetzt ready. Jetzt hab ich ready. Alter. Ja, das Problem ist, selbst wenn man Waffen hat, hat man seine Arme halt immer noch nicht unter Kontrolle. Ja, das ist so ein bisschen die Sache. Oh, da machst du aber auch nicht Damage jetzt. Das gibt ja Nina. Okay, Hypermode halt, ne? Oh, oder mir vorbei. Einfach Hyper-Fail bei Vitus. Ich hab meine Arme nicht unter Kontrolle. Lass mich mal aufstehen hier wieder. Auf dem Rücken, jetzt kannst du pinnen. Ja! Yeah. Okay, oh, so nämlich. Ich hab nix gerafft. Ich auch nicht. Ey, hab ich gar nichts gerafft. Aber ich bin wir haben uns, glaube ich, am Anfang ineinander so verhakt und dann bin ich überhaupt nicht mehr runtergekommen. Ich check's auch nicht mehr, wo du Damage gemacht hast, aber herrlich. Voll mit der scheiß Hand. Also wie soll man denn runter pinnen? Wie kann man denn das? Ja, das stimmt. Ja. Aber wie drückt man denn jemand runter? Und was machst du Damage mit der Hand? Ja, also anscheinend ist die Hand krass, weil die macht... Die Hand ist komplett... Aber warte mal, was ist überhaupt... Ja, jetzt ist aber ziemlich leid bei euch gerade. Ne, jetzt wird's aber aufgespießt hier, Alter. Ich hab meine Arme nicht unter Kontrolle, das wäre alles anders, wenn das ginge. Ich weiß nicht mal, wie man schießt, ich hab ne fucking Revolver mit, aber ich kann nicht damit umgehen. Weil,
Ich glaube, man muss was nehmen, wofür man keine Präzision seiner Arme benötigt. Ja. Vor allem, wenn man so lange Alter, Hände hat wie du. Ja, meine Arme sind einfach zu lang. Du hast einen kleinen, du hast eine kleine Kabel dabei. Die ist da links im Grün. Meine Arme sind zu lang. Rechts im Grün bei in mir. Wo? Ah. Kleiner Schwimm. Ja, das ist aber. Ich hab dich runtergeschubst. Ich hab. Okay, cooles Spiel auf jeden Fall. Oh, aber 138% ist auch krass. Okay, ja. Das war eine schnelle Runde. Aber man Runde, macht muss nichts gegen die Dumbbells. Das nee, machst du Dumbbells nix. Vito Siege 1. Machst du nix. Geil. Ja. Jetzt kommt Krogi gegen Vito. GG auf jeden Fall. Okay. Nehmt keine langen Arme. Okay, okay. Also. Aber ich fand jetzt meine Dumbbell war schon geil. Ich würde das eigentlich gern so behalten. Oder lame. Sollen wir es wechseln? Ja, aber switch mal alles. Was du willst. Wir wollen doch mal alle Crabs machen, sehen. Was du willst. Okay. Willst du lame sein oder nicht? Musst du dich ja entscheiden. Ja, okay. So. Das ist so gemein, ich glaub, ey. Ich muss erstmal. Ah, jetzt. Yes. Okay. Ja. Komm, dann gehen wir mal. Mach mal den Tasmanian. Rental. Also, ich nehme auf jeden Fall. Ja, ich glaube, die muss man züchten, kann es sein? Bei Raced? Guck mal, Gewicht ist viel zu hart. Keine Sharpness. Swing. Komm, ich mach mal Laserschwert hier. Great Axe. Auch keine Sharpness. Und nochmal Laserschwert. Oh, das sieht zu krass. Okay, sieht ja. Viel zu krass. Ja, und die Ult? Tuna. Fan. Man ich hätte so Bock, ein Jojo zu nehmen, um ehrlich zu sein. Ja, aber hab ich auch schon überlegt. Ja. Mach mal Jojo. Ich hätte ehrlich Bock drauf. Was kann denn das Jojo? Du musst ja rechts stehen, oder nicht? When thrown, this weapon will return to you upon striking an opponent. Ja. Okay. Das naja, also das, was ein Jojo halt so macht, ne? Ja. Macht man ja sonst auch immer eher so in Richtung des Gegners. Okay, ich nehme das Jojo. Geil. Die Säge war, glaube ich, geil. Dafür brauchst du aber kurze Arme, weil sonst ist die überall, aber nicht beim Gegner. Ich nehme zwei Wurfwaffen. Ninterstell und Jojo. Und eine geile Aber Wing. Die kommen ja wieder zu dir zurück. Was ist die bei Wings? Naja. Fliegst du dann weg? Das ist ja komplett scheiße. Leid in die Air ist echt lame. Ich muss auf jeden Fall nächstes Mal diese Möhren-Missiles oder wenn du die nimmst. Veggie Formation. Kriegt man Veggie Weapons. Also man hat auf jeden Fall eine Auswahl, ne? Ja, ich find's Hammer. Man kann schon richtig viel machen. Interessant, was da so kommt. Nee, ich nehme hier Feuer aus dem Arm. Feuerball, Junge. Fireclaw, ja. Die sind bestimmt heftig. Ja, geil. Komm, machen wir beide Fireclaw. Mach mal noch andere Map. Nee, Alter, nee, wir wollen noch ein bisschen Abwechslung sehen. Okay. Dann mach ich einen Laser-Turret. Okay, no. Okay, geil. Wir sind im Vulkan. Geil. Nice. Das ist hart. Jojo kommt im Vulkan. Das oh mein Gott. Wo sieht man das sonst? Ja. Du bist weiter nur unten. Nur hier, denk ich mal. Ja, du bist weiter unten, ich bin oben. Ist der Typ da immer da drauf? Ja, wie gesagt, man kann halt auch absteigen, aber ich habe noch nicht gerafft, was dann die Krabbe macht. Also kämpft die weiter für einen? Und kriegt man als Krabbe? Ja, genau. Ende, also. Ich habe viele Fragen. Ja. Was ist mit Y eigentlich? Das habe ich auch noch nie. Hat jemand von euch mal Y gemacht? Nö, Laser Turret? Hat doch keine Belegung. Wow! Laser Turret! Was ist das denn, Alter. Junge, du hast die Laser Turret geplaced. Ach so! Haben wir das schon jemals gemacht vorher? Nee, den haben wir auch dieses Mal erst drin. Verstehe. Ich versuche irgendwie seine Taktik abzuschalten. Ich sperre einfach nur die inneren Tasten. Das ist so scheiße. Wer ist oben und unten? Ich bin oben. Ah, okay. Oha, du kriegst. Oh, Krogi, let's go. Hol ihn von seinem Thron. Nö. Boah. Y ist Game Changer. Was so? Ja. Boah! Oh, du kriegst da Damage, Geh da raus! Nein, du bist unten, Alter! Ich bin oben. Nee, ich glaub. Moment, ihr müsst schon. Moment! Doch. Du bist. Ich hab doch die Jojos. Ja, ich bin unten! Ja. Hast du doch jetzt gewonnen, oder nicht? Ja. Ja, gut, dann ist alles klar. Ja, aber warum bist du weg? Weiß ich nicht. Ja, soll ich. Ich weiß noch nicht mehr, wie ich meine Fernwaffen werfen kann. Ich probier's ja. Aber es geht nicht. Die müssen sich auf jeden Fall mal aufladen, das hab ich auch genau, gecheckt. Genau, du musst, ich glaube, L oder R halten und dann loslassen. Ja, jetzt hast du sie beide, geworfen. Oh. Alter, das ist ja komplett OP. Nice. Boah, der saß. 20 Damage gemacht gerade dein Dings, Wurfstern. Jo, aber diese Laserdinger, da machst du ja gar nicht. Gehen auch wieder dran vorbei. Ich komm gar nicht weg. Ja. Hol dich keine Fernwaffen, das ist völliger Quatsch. Ist es deine Ult gerade gewesen? Nee. Dieser Stahl? Ich glaube, ich weiß nicht, warum er wegfliegt, weil meine Ult ist ja dieser Laser Turret, ne? Turret hier.
Aber was zur Hölle machst du, dass das so... Das ist ja komplett krass. Ey, gib's doch zu, dass du das Spiel programmiert hast und deswegen alles weißt. Ja, sorry, Leute. Deswegen nimmst du auch die besten Waffen die ganze Zeit. Ja, ja, er sagt so, lol, ich probier mal und dann eskaliert er. Ja, war alles geplant. Komm mal zu dir jetzt, Krogi. Krogi chillt einfach. Ey, die haben mir gesagt, meine Fernwaffen kommen wieder. So, wie stehe ich jetzt da als Krabbe? Da hinten, seht ihr das? Da ist es. Unmount! Da ist dein Jojo. Ja, und warum ist es nicht wiedergekommen? Du musst es, glaube ich, aufsammeln. Ja, aber es stand da, es käme wieder. Also wirklich. Na gut, ich gebe Vitos einen Strich. Ja, sag ich euch ganz ehrlich. Das war absolut peinlich, wer lachen kann. Jetzt kommt Janina versus Sam. Okay. Ja. Naja, lass so machen. Das ist, glaube ich, von den Kabeln her besser. Von der Kabel. Ja, also ich glaube, Laserschwerter sind einfach OP. Für alle zum Mitfühlen, also Vitus hat gerade 2 Siege, Krogi 1 und jetzt kommt Match 4. Okay. Achso, warte, erstmal Split Screen. Achso, ja. Ja. So. Habt ihr so eine Lieblingskrabbe, die ihr gerne esst oder so? Ja, ich bin absolut allergisch gegen alle Fischtiere. So, no, ja, wirklich? Wirklich. Oh, wie praktisch. Dementsprechend. Ich töte einfach nur zum Spaß. Ach so, okay. Naja, aber scheiß drauf, Lobster, oder? Können wir doch auch beide. Okay, ich kriege den dicken Hals und sterbe langsam. Ja. Also wie bei Nüssen eigentlich. Ja, 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 genau so. Und das nur, weil die... Ich weiß nicht, was die machen, aber es geht nicht klar. Aber wusstest du das, bevor du das erste Mal eine negative Auswirkung hattest? Ich weiß nicht mehr, wie das war als Kind, aber ich habe dann irgendwann auch aufgehört, das komplett... Also ich esse halt nichts davon. Aber ich bin so ein Garnelen-Fan, ich liebe das schon sehr. Fisch generell. Gibt 4 Omega-3. 4 Omega-3. Boxing Glove. Den will ich... Oh! Alter, der ist geil. Das ist Hammer. Den will ich sehen. Also Waffen, Fernwaffen, richtig dumm, weil du kannst ja nicht kontrollieren, wo die Schusswolke. Das ist, bringt mir wahrscheinlich wieder gar nichts, aber sieht halt sau cool aus. Nee, so random OP as fuck. Achso, nee, da sitzt man wieder Alter, drauf. Ist doch geil. Was? Das ist ja der Hammer. Ja, nee, aber da wurden wir doch von der Ruppe wurden wir doch direkt rumgeworfen. Aber für Nimbus mag es ganz anders sein. Oh, eine Babel. Eine Babel. Geil. Anker, boah, ich weiß, Drohne, was soll die bringen? Thor's Hammer ist vielleicht auch am Start. Vielleicht sitzt du da drauf, vielleicht kriegst du dann. Oh, ja. Future Drone. Da wird man sich nicht mit kontrollieren können wahrscheinlich. Hey, das Spiel ist doch grandios. T-Rex-Skull. So viel Tiefe auch. Und ich mach jetzt... Brauch nur noch die Ult. Chainsaw hatten wir schon. Sitzt man auf dem T-Rex-Skull? Nee, mit dem kann man hauen. Ja, ich mach den... Okay. Alter, guck mal, du hast ein Gebiss vom T-Rex. Ja, und ich mach noch hier. Guck, ich mach jetzt... Sand Bubbler Squad. Ach, krass. Nee, Nina hat das Gebiss vom T-Rex. Alter, da kommt schon mal Crafty. Einfach. Ja, das hatte ich vorhin mal. Okay. Ja, aber ich hab's auch noch nie eingesetzt. Okay, wir gehen, ich würde sagen, hier in den Dungeon. Mhm. Oder hatten wir den schon? Ab jetzt beide so ein Dino, ja geil. Wir gehen in den Sex-Dungeon. Ja, so nennt man die. Ja. Die Dino-Krabben. Ja. Guck mal, da ist er doch. Dino-Krabben. Aber wer ist jetzt oben und unten? Fuck. Ich bin oben. Okay, ich bin unten. Ja. Okay. Wenn ich selbst, warte mal, selbst wenn wir noch nicht aneinander sind und man drückt Punch, passiert ja nichts. Guck mal, da sind guck mal, sind hier, sind genau. Kugeln die durchs Bild fahren. Jetzt lauft aufeinander zu und... Ja, aber dabei. Aber da, es ist halt nicht so einfach. Hammer. Oh. Alter, der... Hallo. Das war richtiger... Ja, mit dem Boxhandschuh da. Der Boxhandschuh ist ja hart. Ja, aber da kommt so eine Säge hier irgendwie irgendwann mal. Komm mal her. Alter, deine Lanze ist ja komplett heftig. Hier sind das zwei Lobster auch? Ja. Ja, wir haben Lobster-Battle gemacht. Lobster against Lobster. Ey. Aber wieso greife ich denn nicht an? Tust du doch. Nein, nicht genug. Er muss mehr drücken. Nicht drücken die ganze Zeit, nur immer. Du hast meinen Boxhandschuh rausgeworfen. Aber, ja, du boxst mich doch die ganze Zeit. Ja, aber mein Boxhandschuh ist weg. Hä? Ich hab einfach die Vitus-Taktik gemacht. Ja, ich mach doch auch nichts anderes. Ich weiß nicht, warum es manchmal funktioniert, manchmal nicht. Es ergibt alles für mich keinen Sinn. Wie nimmt man das denn mit Y? Ich hab diese Pin-Taktiken. Verstehe ja. Naja, dann ist man halt K.O. K.O. Ich hab beide K.O. Aber ich weiß nicht, warum und wie. Warum schaut aber auf beiden Spiels K.O.? Keine Ahnung. ich glaube nicht. Warte mal, was ist, wenn man... Ich würde gerne mal diesen Jet-Drill und so... Ja, dann musst du das Steuerkreuz oben und gedrückt y halten, oder was? Mach mal Y jetzt und dann Steuerkreuz oben. Ja, passiert nichts. Nee, und nochmal Y vielleicht. Schneller. Und jetzt nochmal Y. Und nochmal. Und jetzt nochmal. Gut. Ich dash mal zu dir.
Das ist Dash. Alter, das ist ein fettes, fette Dash. Lanze, die du hast, Sam, ey. Die ist wirklich krank, Alter. Die ist krank, aber leider nicht zu gebrauchen. Ja, schon wieder irgendwie nicht. Das war der Boxhandschuh, Junge. Alter, das war... Sam, was passiert, wenn du tabst mit RB? Was passiert da? Ja, nichts offensichtlich. Oh, Boxhandschuh weg. Jetzt bin ich gethrowt. Nee. Ich komm hier auch nicht mehr raus. Ja, lass mich doch mal in Ruhe. Das ist richtig scheiße irgendwie. Wieso ist meine Waffe... Achso, die RB? Sind irgendwann auch... Ja, meine hast du komplett... Du hast beide meine Waffen weggeschmissen, Alter. Oh, jetzt aber die Chance, Sam. Ich bin doch gerade dabei, das aufzuladen, dass meine Lanze hier mal angreift. Mach sie weg. Lad mal deine Lanze auf. Hyper Mode! Ah! Will auch Hypermoden. Was ist nochmal mein Hypermode? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich muss mich mal kurz umdrehen. Oh, irgendwas war Slow-Mo. Ich hab doch Alter, auch der Lobster ist irgendwie geil. Der, mein Lobster ist irgendwie Sam, ganz das geil. Das ist deine Runde jetzt. Ja, ich glaube, du hast gerade irgendwas verhindert. Oh. Ja, ich bin ja auch gerade im Hypermode. Aber bringt mir gar nichts. Oh, ich glaube, du hast dich gerade krass verteidigt. Also, I don't know. Elby? Oh! Ich habe irgendwas aufgesammelt, glaube ich. Zwei. Du musst eins. Drehen. Rechts musst du drehen. Wie drehen? Deine Karte. Wie ist das Stand gerade? Jetzt den mit dem Kreis drücken. So. Switch Lock on Target. Ja! Ja. Damit du dich wieder nach oben findest, weißt du? Okay. Gut, ach so, okay. Achso, jetzt nochmal, glaube ich. War das die erste Runde oder war es die zweite? Das war die zweite. Zweite Runde. Also, Janina. Kriegst du auch rein. Jetzt kommt Janina gegen Krogi, okay. Okay. Das ist die Lieblingsfarbe. Ja, und dann ich nochmal gegen Vitus, da habe ich ja keine Chance. Oh, sorry, natürlich. Ich bin dabei, okay. Ja, okay. Also, was haben wir denn noch nicht gehabt? Einiges. Hätte gehofft, dass wir jetzt zwischendurch schon mal noch eine neue Krabbe vielleicht freischalten. Ja. Das hat sich leider noch nicht ergeben. Also, der Trident war war nicht zu empfehlen, wirklich. No go. Boomerang! Nein, geworfen wird nichts mehr. Sag ich dir ganz ehrlich. Mama, den Nimbus. Mit dem Boomerang schlagen. Geworfen. Ich nehme Bohr. Das ist noch funny. Bohr habe ich auch schon. Okay, dann nehme ich statt Bohr, nehme ich den Hammer. Ja. Bohr ist aber krass, glaub. Und ich nehme... Okay. Speer. Hooksword. Boah. Das ist schon crazy. Zur aber Hölle. Was bedeuten eigentlich 3, 4, also wenn man nach unten scrollt, steht ja, die sind ja nach großen 4, 5. Was bedeutet das? Wie schwer die sind? Sehr gute Frage. Das kann sein, ja. Gewicht? Das Gewicht. Ah. Ja, das Gewicht. Das sind 4. Aber wobei, macht überhaupt keinen Sinn, weil da drüben ist ja auch nochmal die White-Anzeige, wo alles anders ist. Dann ist es vielleicht... Ja, nee. Gar keinen Sinn. Danke, Sam, nochmal, ne? Ich weiß nicht, was das ist. Was hatte ich denn gerade, was ich Canon, keine Ahnung, ey. Ja, komm, Rainer. Ja. Aber haben wir schon neue? Nee, haben wir nicht. Warte mal, was ist, wenn ich A drücke? Oh, Login. Geht's los. Nee, okay, nein, warte. Nee, ich meinte bei dem nicht freigeschalteten Lobster, so. Golden Crab. Ja, können wir für 1000 Staunen kaufen. Wir haben 0. Na gut, dann kein Golden Crab. Okay, ich wäre soweit. Okay, warte, andere, ich weiß das. Krogi, hast du so einen Bohrer? Alter, du hast übelst die krassen Sachen. Ja, Mace das heißt, und Drill. Das heißt ja nichts. Ja, das heißt wirklich, Ort, wo willst du hin? Hier, in Desert? Ja. Ab in die Desert? Alright. Ich habe Classic-Steuerung ausgewählt. Classic-Steuerung? Weiß ich nicht. Würde mich auch gerade interessieren. Also, ich bin unten, Janina oben. Lol, das sind einfach Panzer am Start. Was machen die da? Schießen sich ab. Ich kann mich nicht bewegen. Wo bist du denn? Classic-Steuerung offensichtlich. Mach mal so mit Controller. Ich kann mich nicht bewegen. Okay, ich komme, Krogi. Ich dashe. Boah, der Dash ist komplett krank. Ja, komm, jetzt kannst du dich doch bewegen, oder? Boah. Boom. Das ist mal ein Fight, ey. Irgendwie macht der Krogi nichts, ne? Der kann ist irgendwie kacke. Alter, hast du jetzt schon irgendeinen Mode aktiviert? Wie hast du das gemacht? Boah, das ist ja das absolute Nahkampfgewitter bei euch. Ja. Aber wir beide. Oh, aber ich habe meinen Hammer verloren. Das ist der Hammer. Du hast meinen Hammer weggeschlagen. Wie? Ist ja mega gut. Was passiert gerade? Hä? Wie kann ich meinen Hammer wieder in die Hand nehmen? Gar nicht, oder was? Ja, gut. Ah!
Oh. Wie verliere ich, warum verliere ich dauernd meine Sachen eigentlich immer? K.O. Ich check gar nichts, aber es ist Hammer. Ich check wirklich gar nichts. So ich glaube, mit A wirft man Waffen. Ich weiß auch nicht, warum ich meine Sachen nicht da, aber nicht nutzen. Nee, sorry, X. Ich kann sie aber nicht nutzen. Ah, vielleicht drücke ich manchmal X aus Versehen. Alter, warum sind hier Panzer? Hallo, geh mal weg, Panzer! Drop the weapon. Okay, nein. Wie, jetzt schon? Alter, kann er haben? Der hat mir... Nee, hat er nicht. Okay. Bei mir ist komplett absurd. Komm. Ich check's halt. Dann haben wir schon wieder weg. Ich weiß, ich drück nicht X. Ich greif nur an. Ich weiß nicht, warum der immer weg ist. Ich hab keine drei Sekunden meine Waffen in der Hand, bevor meine Crap sagt nö. Das finde ich, das ist richtig Crap. Alter, was passiert hier gerade? Was passiert hier gerade, Kogi? Ich bin mir irgendwie nicht sicher, ob die sich paaren oder kämpfen. Ja, das ist der Paarungstanz. Das sehen wir dann immer offscreen, nicht was danach passiert. Ja. Dabei, ja. Alter, irgendwas, meine Rasse kann ich mich komplett drehen? Aus. Wie kann ich mich drehen? Mit einem rechten? Kein Classic Steuerung. Das ist einfach Classic. Das ist einfach Classic, dass man sich nicht drehen wieder. Oh no. Okay, congratulations. Ja, danke. Ich weiß nicht genau, was passiert. Und warum ich meine Waffen alle. Das war doch jetzt unentschieden, oder nicht? Nee. Win? Du hast beide Male gewonnen? Ja, easy. Jetzt kommt Vitus gegen Sam. Alles gut. Okay, das große es Finale. Es ist nicht so schlimm, wenn man mal gewinnt, was Minecraft 2 nicht anerkennt. Wenn Sam jetzt gewinnt, dann haben wir einen Gleichstand. Dann haben ja Nina und ich nämlich genau gleich viele Siege. Sollte ich aber den Sieg einfahren, dann bin ich der Gewinner. Aber wenn ihr beide Gleichstand habt, dann können wir uns schon noch eine Runde gönnen, um den Sieg zu machen. Ja, weil eigentlich, als wir direkt gegeneinander gespielt haben, hast du ja gewonnen, was dich direkt aber zum Gewinner macht. Naja, okay. Wenn du alle anderen Siege einholst, dann muss man... Nee, da gibt's schon noch ein Nachmatch. Also, na gut. Vielleicht kommt er so schnell, kommt die hier nicht raus aus der Nummer. Wir wollen hier keine kurzweilige YouTube... Du, ich hab da kein Problem damit, wenn Vitus Fight Crap 2 gewinnt. Das ist wirklich... Okay, es soll nicht kurzweilig sein, es sollen viele Leute auch zäh werden. Ja. Zähes Video soll es werden. Das ist ja ganz wichtig. Also ich glaube, die müssen sich bis jetzt schon... Ihr müsst damit uns durch. Ja. Ist es denn for free oder so, das Game? Ich Hallo, nicht. Das ist Hammer. Ich guck mal, was es so kostet kurz, ja? Wenn ihr mir das... Wie, 12 Euro oder? Ich meine, ich habe das gesehen, was als das ich das Tag und Nacht geübt habe. Wie viel würdest du maximal dafür ausgeben wollen? Schon viel, oder? Also ich würde Fuffi hinlegen, sein. 15 Dollar auf Steam gerade. Ja. Fuffi, okay, ja. Ich mach jetzt noch mal... Ich glaube, wenn du genau weißt... Ich hätte gerne die Wings mal. Ich will auch mal die Wings sehen. Ich stehe vor allem, Steuerung auf Classic, musst du aufpassen, ne? Hä? Aber was hat sich denn verändert an der Steuerung? Nee, du bist auf der rechten Seite. Ich bin links. Modern, jetzt ist es modern. Schade, hab ich das noch falsch gesagt, Sam. Alles gut. Ich hab RT. Alles gut. So, ich mach jetzt nochmal, ich bin jetzt nochmal ein kleiner schneller. Mal gucken, du bist wieder Mooncrab? Dann beide Mooncrab auch. Oh nee, dann weiß dann ich wieder nicht, was ich mache. Ja, mach doch einen einfach. Scherz, mach doch einen. Ja, wir machen Crab Farm, oder? Ja, klar, Crab Farm. Geil. Nee, warte, dann nehme ich nochmal ganz kurz die Möhren. Ja, okay. Stark. Ja, das finde ich stimmt. Stark find mitgedacht und stark. So macht man das. Da habe ich noch viel zu lernen. MVP der Herzen, Sam. Ja. Du mit deiner... Ja, sehr weit entfernt, ne? Man, ich dachte, ich bin jetzt mal so der kleine Schnelle, der noch wegen Vitus, aber der hat genau die gleiche Taktik gemacht. Das ist ja, wir haben halt fast alles schon verwendet sonst. Ja. Dieser kleine Ball. Alter, das sind aber. Hammer. Ding. Wer ist jetzt wieder wo? Ich glaube, ich bin wieder unten. Okay. Yep, Vitus müsste unten sein, Sam's oben. Zwei Mooncrabs, die sind ultra schnell, oh mein Gott. Alter, das ist eine Aubergine. Alter. Sam, spam, oh, Sam. Spam. Ja, Alter, Sam. Spam doch! Ich bin jetzt ein kleiner schneller heute. Ja, Mann. Sauber. Let's sauber. Go. Sam, das ist richtige Penetration, das gefällt mir. Hypermode. Vergiss deinen Hypermode nicht. Digga, was geht? Deine Wings. Junge, du fliegst. Alter, die bringen ja gar nichts. Hammer. Überhaupt nichts. Was hast du auch erwartet? Naja. Ich sehe schon geil aus. Ja, sieht Hammer aus. Was? Deine Elytras. Aber ich bin nur jetzt die ganze Zeit auf dir drauf. Kann jetzt mal dieses runterzählen. Hallo. Ja. Zwei. Ah, oh, hat nicht gereicht. Ich möchte, dass da so ein Schiri ist, der auch auf den Boden haut, wenn so 3-2-1 ist. Ja, ich bin... Hä, mein Hypermode ist einfach nur, dass ich ganz schnell bin. Das bringt halt auch gar nichts. Och, das ist geil. Das ist geil. Oh, es wird kleiner. Map-Ende. Geh du rein. Raus, raus. Ja, ich versuch's. Ja, sauber. Oh, nee, doch nicht. Du bist draußen, ne? Du musst wieder reinlaufen. Ja, I try. Mach Dash. Leg den Stick rein. Leise, meine hört auch nicht auf ihn. Du kriegst aber nur Damage, das ist alles. Ja, Dash. Nice. Wenn du ihn jetzt haust, wird er sofort auf dem Rücken liegen, weil er so kaputt ist schon. Ja, ich glaube auch.
Hypermode, Vitus, nicht vergessen. So, jetzt auf dem Rücken. Jetzt kann man. Ja. Spring drauf auf die Sau. Top. Es Top. Ist komplett. Dein kleiner Boy. Habe ich gewonnen? Ja. Ja. Yeah. Yes. GG. Mein kleiner Boy, ich wusste es. Zweite Runde. Oh nein, das klingt falsch. Nein, so war es nicht gemeint. Doch. Oh. Aber die kleinen, schnellen V-Toad, es ist... Clip das. Das ist deins, ja. Könnt ihr mal so eine Karotte abschneiden? Ja, ich... Versuch's. Aber meine Karotten sind ja gar nicht... Ich hab jetzt schon öfter Hypermode geklickt. Bei dir war der, glaube ich, noch nie ready. Ich hatte ihn bisher immer nur bei Vitus... Doch, jetzt hast du Hypermode. Ja, siehst du, aber da kommt noch keine Möhren. Da kommt einfach nur so ein blaues Ding. Ja, ich glaube, niemand checkt die Niemand checkt diese Skills, ey. Geil. Mann, ESL. Ja, Alter, du wächst. Jetzt hat irgendwie auch Vitus mehr Damage gemacht bei dir. Ich check's. Ja, es ist doch komplett random, oder? Oh, Entschuldigung. Alles cool, deine Aggression muss irgendwo hin. Jetzt Fokus, Sam, Fokus. Ja. Versuch's doch! Wieso macht der denn jetzt wieder die ganze Zeit Damage und nicht obendrauf ich? Oben drauf ist krass, geh weil weg. Er über dir drauf ist, glaube ich. Kannst du auch wegdashen, wenn du den linken Stick reindrückst und mal jumpst und so mit A? Ja. Ja, komm raus, I'm out. Nice. Okay, bist gut. Ein Mount auf keinen Fall. Nee, aber jetzt macht er die ganze Zeit Damage. Ja, ich glaube, du stehst einfach so seitlich, da bist du schwach. Ich glaube, ja. Schwach an der Seite. Vorsicht, Map-Ende. Ja. Schön wieder reindashen. Sehr gut. Oh, jetzt hast du eine Veggie-Formation irgendwie da. Ja, aber... Jetzt ist sie wieder weg, ich check's auch nicht. Es ist alles ganz klar, Sam. So klar! Es ist alles... Easy! Was? Wie? Wie hab ich das denn gemacht? Oha! Scheiße. Es ist alles so klar. Oh, ich bin so reizüberflutet irgendwie gerade. Ja, sehr gut gecovert. Oh, ihr seid beide in der Map draußen gleich. Was geht? Nein. Der lag auf dem Rücken, oder? Ich glaube, ich habe gewonnen. Krank. Ja. Nee, aber jetzt steht es 1-1, oder? Ja, jetzt steht Final Round. Scheiße, ey. Bisschen geil ist es ja irgendwie doch. Hammer. Also jetzt haben wir es auch verstanden irgendwann. Naja. Absolut. Es ist super easy. Dash da rein. Guck mal, wie er schon springt, ey. Das ist doch geil. Ja, aber das lässt Sam nicht mit sich machen. Nee. Macht ihn nicht. Dann darf dreh dich. Ja, wie denn? Sam, mach weiter, du machst das gut. Dreh mich. Du hast das Momentum wieder auf deiner Seite, Sam. Niemand weiß wieso, aber das ist gut. Nee, ich glaub... Doch, du bist doch oben, oder? Nee. Achso, ja. Doch. Sam, du musst schon bei dir... Hypermode! Alle beide, ihr könnt. Ja, warte, ich muss erstmal wieder den im Blick haben. Ja, okay, true. Wo ist er denn? Sam, dreh dich. Geh mir aus dem Weg. Hyper! Oh mein Gott, jetzt. Oh, jetzt wird so knapp. Das wird eine knappe Runde. Das wird wirklich knapp, oh mein Gott. Was? Was ist das? Wie denn? Ich versteh's nicht! Hammer. Ich kann das alles machen. Dreh dich aber geil im Kreis, das ist Hammer. Einfach der Burner. Rein da! Nein! Doch! Oh, jetzt hackt er jetzt. Alter, ja, schubst ihn runter! Ja, let's drauf, go! Drauf! Ich, warum hat er denn jetzt bis 0 gezählt? Sehr stark. Ja, wie er restlich genug war, zählt er nicht bis 0. Ich glaube, du hast dich letzten Moment wieder rausgebunden. Ja. Hallo, können wir erstmal wieder, bevor du hier weiter draufballerst, raus? Nee. Ja, es bringt ihn leider mehr als... Ja! Also? GG! Haben wir Platzierung oder so? Ja. Ja. Ja, haben wir. Ja, auf dem ersten Platz Vitus. Hey, die Obercrab. Geil auch, dass wir von oben nach unten. Zeig deine Crab Moves. Zeig mal. Ja. Oh, schade. Peinlich. Okay. Danke. Ja, jetzt kannst du noch was sagen. Wie hat's dir gefallen? Wie fühlst du dich? Ich habe viel zu Hause auch geübt. Ja. Und hab das Spiel sehr, war ja sehr verboten. Viel also, herzlichen Glückwunsch. Yeah! Ja, alles klar. Super gut. Super. Okay. Ich hab's bis jetzt immer noch nicht verstanden. Ey. Ja, aber ich habe gemerkt, irgendwie man muss viel springen und viel schlagen. Okay. Ja. Die Krabben halt so drauf sind. Ja, geht schon. Ja. Also, ich würde schon mal Krabben euch. Also im echten Leben sich prügeln sehen auch? Ja. Machen die das wirklich auch? Ja. Wirklich? So in Real Life und nicht auf YouTube? Also ich sehe die immer nur so aneinander vorbei. Es läuft immer so orientalische Musik und dann... Also alles, was ich über Krabben weiß, ist von Mr. Krabs. Von dem her mehr weiß ich halt auch nicht. Ja, also geldgierige Arschlöcher. Ja. Ja. Das sieht man auch, 15 Euro kostet das Spiel. Nee, aber damit ist nichts für, da wurden sie nur instrumentalisiert. Ja. Ja, da weißt du, die weiß nicht, ob das eine Krabbe programmiert hat.
Wie wär's, Vitus, wenn wir uns einfach jetzt 2 Wochen lang unter Krabben begeben und ein bisschen in ihre Lebensform einbegeben und, dann rematchen? Genau. Dann machen wir alle nieder. Ja, schreibt's doch mal in die Kommentare. Bitte. Also Leute, Vitus hat hier richtig abgeliefert heute. Die anderen waren auch dabei. Wenn ihr, solche Spiele geil findet und andere Ideen habt, haut's mal raus in die Kommentare. Ansonsten wir freuen uns. Wir freuen uns dicker. Vielleicht, wenn wir üben sollen und dann nochmal ein richtiges Match auch, aber wie willst du das üben? Und wo leben Krabben überhaupt? Schreibt's doch mal auch rein. Wie sieht das aus? Können wir nochmal über den Bildschirm, bevor du abmoderierst, reden? Ja, können wir machen. Über diesen Bildschirm. Der erste, wenn das Spiel startet, sieht so aus. Keiner weiß, was da abgeht. Aber ist halt geil. Guck mal, hier, das ist wieder. Die Krabbe hätte ich gern gespielt. Und man beachtet da hinten ist noch eine kleine mini-süße Krabbe, die wirft die ganze Zeit den Fisch. Ja, ja, ich und weiß nicht, wo ich erst hingucken soll. Das ist wirklich der Hammer. Okay. Das ist echt der Hammer. Sorry. Wir bleiben jetzt, glaube ich, hier sitzen und starren einfach nochmal. Ist so abgelenkt. Man will den Bildschirm an. Man will es nicht mehr beenden. Aber wir müssen es tun. Immer wenn es am schönsten ist, Leute. Ja, schade. Liebe an euch, Liebe für uns. Bis dann. Tschüss. Ciao.